Hallo zusammen! In diesem kurzen Erklärvideo leite ich mit einfachem Bordgepäck der Getriebetechnik her, wie man die Übersetzung von Wellgetrieben berechnet. Wellgetriebe sind unter dem Handelsnamen Harmonic Drive bekannt und haben einen einfachen Aufbau. Sie bestehen aus drei Elementen, einem starren Hohlrad sowie einem flexiblen Zahnkranz, der durch Einlegen einer starren elliptischen Scheibe in elliptische Form gebracht wird. Das starre Hohlrad bezeichnen wir fortan mit dem Index 0. Seinen Durchmesser benennen wir D0. Betrachten wir nun den flexiblen Zahnkranz. Ihn bezeichnen wir fortan mit dem Index 2. Wellgetriebe sind so konstruiert, dass der elliptisch verformte Zahnkranz mit seiner breiten Achse D2E genau in den Teilkreis des Hohlrads mit dem Durchmesser D0 eingreift. Der Teilkreis des Hohlrads umschreibt somit die Ellipse von außen. Deshalb kennzeichnen wir die Länge der breiten Ellipsenachse mit dem Subindex E für extern. In Richtung der schmalen Ellipsenachse können die außenliegenden Zähne des Zahnkranzes die innenliegenden Zähne des Hohlrades kollisionsfrei passieren. Die Länge der schmalen Ellipsenachse ist auch gleichzeitig der größtmögliche Durchmesser eines einbeschriebenen Kreises, der die Ellipse gerade so berührt, aber deren Kontur nicht schneidet. Folglich setzen wir ein I für intern in den Subindex der Länge der schmalen Ellipsenachse. Schauen wir uns nun näher die Kinematik des Wellgetriebes an, also wie sich die drei Getriebeelemente relativ zueinander bewegen. Der elliptisch verformte Zahnkranz greift ja an zwei Stellen entlang seiner breiten Achse in die Verzahnung des Hohlrads ein. Konzentrieren wir uns auf einen der beiden Zahneingriffe. Angetrieben von der schnell rotierenden elliptischen Scheibe wandert dieser Zahneingriff zwischen flexiblem Zahnkranz und Hohlrad langsam um. Setzt man den flexiblen Zahnkranz nun nicht elliptisch verformt, sondern starr in kreisrunder Form in das Hohlrad ein, legt der Zahneingriffspunkt während einer Umdrehung denselben Weg zurück. Schließlich wird ja der Zahneingriff auf dem Teilkreis des Hohlrads geführt. Auch der Umfang des Zahnkranzes ändert sich durch die Deformation nicht. Wir haben also ein kinematisch gleichwertiges Umlaufrädergetriebe zum Wellgetriebe erzeugt. Alle Elemente drehen gleich schnell wie beim Original, dem Wellgetriebe. Einziger Unterschied: der Mittelpunkt des nunmehr kreisrunden Zahnrades mit dem Halbdurchmesser D2½ läuft exzentrisch zum konstruktiv festgesetzten Hohlrad mit dem Halbdurchmesser D0½. Der Mittelpunkt des nunmehr kreisrunden Zahnkranzes wird sozusagen mit dem Radius R1 um die feststehende Zentralachse des Getriebes geführt. Fertigen wir eine Getriebeskizze in parallelem Schnitt zu den Getriebeachsen an. Ein feststehendes Hohlrad wird in einem Planetengetriebe gelegentlich auch als Universum bezeichnet. Das Zahnrad, dessen Achse exzentrisch um eine Zentralachse geführt wird, heißt Planet. In unserem kinematisch gleichwertigen Umlaufrädergetriebe zum Wellgetriebe ist der nunmehr kreisrunde Zahnkranz also ein Planetenrad. Das Getriebeelement, das den Planeten um die Zentralachse führt, wird
Planetenträger oder einfach nur kurz Steg genannt. Die Wirklänge des Stegs ergibt sich aus dem Abstand der Planeten zur Zentralachse und beträgt D0 minus D2 halbe. Da die Eigenachse des Zahnkranzes 2 in unserem modifizierten Getriebe nunmehr exzentrisch liegt, benötigen wir zur Rückführung der Drehzahl auf die Zentralachse ein weiteres Getriebeelement, eine Gelenkwelle. Betrachten wir nun die Geschwindigkeiten aller beteiligten Getriebeelemente in einer grafischen Darstellung im nach Karl Kutzbach benannten Kutzbach-Plan. Dazu zeichnen wir die Bahngeschwindigkeiten V der Getriebeelemente an ihren jeweiligen Durchmessern R ein. Die Winkeldrehgeschwindigkeit Omega eines um die Zentralachse drehenden Punkts im Raum ergibt sich, wenn wir die Bahngeschwindigkeit V dieses Punkts durch dessen Abstand zur Zentralachse R teilen. Tragen wir die Bahngeschwindigkeit V, gemessen in Meter pro Sekunde, am Radius R gleich einem Meter ab, erhalten wir dort die Winkeldrehgeschwindigkeit Omega in der Einheit 1 durch Sekunde. Alle Übersetzungen eines Umlaufrädergetriebes werden eindeutig und unabänderlich durch dessen Standübersetzung festgelegt. Ungeachtet der realen Bewegungsverhältnisse im Wellgetriebe überführen wir unser kinematisch gleichwertiges Umlaufrädergetriebe daher zunächst in ein Standgetriebe, indem wir das Getriebeelement, das die Umlaufbewegung ausführt, also den Steg mit dem Index 1, im Gedanken festhalten. Dafür lassen wir in diesem Gedankenexperiment das Hohlrad 0 um die Zentralachse drehen. Für die Berechnung der Übersetzung geben wir eine beliebige Bahngeschwindigkeit V des Hohlrads am Teilkreis vor. Körper, die um die Zentralachse rotieren, haben definitionsgemäß am Radius R gleich 0 eine Bahngeschwindigkeit V gleich 0. So auch unser Hohlrad 0. Verbinden wir diese beiden Punkte durch eine Linie, können wir die Bahngeschwindigkeiten auch in anderen Abständen R zur Zentralachse beschreiben. Verlängern wir diese Linie bis zum Radius R gleich 1 Meter, erhalten wir die Winkeldrehgeschwindigkeit des Hohlrads Omega 0. Die lineare Zunahme der Bahngeschwindigkeit mit wachsendem Abstand zu dessen Drehachse zeichnen wir ebenso für den Planeten 2 ein. Der im Eingriff befindliche Zahn von Planetenrad 2 bewegt sich mit derselben Bahngeschwindigkeit V wie der des Hohlrades 0. Das gibt die Verzahnungsbedingung vor. Sonst würden die Zähne entweder abheben oder abscheren. Die Eigenachse des Planeten 2 wird vom Steg 1 geführt. In unserem Gedankenexperiment halten wir den Steg jedoch zunächst fest. Das heißt, die Bahngeschwindigkeit des Planetenmittelpunkts ist V gleich 0. Da sich die Winkeldrehgeschwindigkeiten Omega generell auf die Zentralachse beziehen, müssen wir jedoch die sich ergebende Geschwindigkeitslinie des Planeten 2 parallel verschieben, sodass diese durch den Ursprungspunkt läuft. Auf dem Radius R gleich 1 Meter können wir nun Omega 2 abtragen. Im Standgetriebe wird die Standübersetzung I2,0, also Omega 2 geteilt durch Omega 1, alleine vom reziproken Verhältnis der Durchmesser, also D0 geteilt durch D2, bestimmt. Die Winkeldrehgeschwindigkeit des Planeten Omega 2 ist also um den Faktor I2,0 gleich D0 durch D2 größer als die Drehzahl des Hohlrads Omega 0. Nach diesem Gedankenexperiment zur Bestimmung der Standübersetzung bewegen wir die Getriebeelemente wieder gemäß der konstruktiven Vorgaben.
Das Hohlrad 0 setzen wir dazu konstruktiv fest. Antriebswelle unseres Ersatzgetriebes ist der Steg 1 und Abtriebswelle ist die Gelenkwelle 2, welche die Drehzahl des Planeten abgreift. Die Winkeldrehzahlen Omega bleiben dabei, wie wir gleich sehen werden, im Verhältnis betrachtet erhalten. Verschieben wir also die Winkeldrehzahlvorgaben so, dass nunmehr das Hohlrad 0 stillsteht. Durch Vorgabe der Winkeldrehzahl des Stegs Omega 1 können wir die Drehzahllinie des Planetenrads 2 ermitteln. Denn die Eigenachse des Planeten 2 wird vom Steg 1 geführt. Das ist unser erster Stützpunkt. Und der Planet wird im Eingriffspunkt in das stillstehende Hohlrad 0 festgehalten, hat dort also die Bahngeschwindigkeit v gleich 0. Die Gelenkwelle überbrückt den radialen Abstand zwischen umlaufender Planeteneigenachse und Zentralachse. Dies entspricht einer Parallelverschiebung der Drehzahllinie des Planeten, sodass diese durch den Ursprungspunkt des Diagramms verläuft. Nur müssen wir die Verschiebung um Omega 1 ins Negative ergänzen. So kennzeichnen wir die Differenz Omega 0 minus Omega 1 bzw. Omega 2 minus Omega 1. Die Differenz Omega 2 minus Omega 1 ist auch im Umlaufbetrieb um den Faktor I2.0 größer als die Differenz Omega 0 minus Omega 1. Daraus können wir die Übersetzung des Umlaufgetriebes von Welle 1 auf Welle 2 ableiten. Dazu setzen wir die Winkeldrehzahl des Hohlrads Omega 0 gleich 0. Anschließend teilen wir durch Omega 2 und erhalten 1 minus Omega 1 geteilt durch Omega 2 ist gleich minus I2.0 multipliziert mit Omega 1 geteilt durch Omega 2. Für das darin enthaltene Drehzahlverhältnis setzen wir die gesuchte Übersetzung I1.2 gleich Omega 1 durch Omega 2 ein und lösen nach dieser auf. Somit können wir die Übersetzung der freien Wellen I1.2 gleich 1 durch in Klammern 1 minus I2.0 als Funktion der Standübersetzung I2.0 beschreiben. Durch Einsetzen der Durchmesserverhältnisse für die Standübersetzung I2.0 gleich D0 durch D2 erhalten wir I1.2 ist gleich 1 durch in Klammern 1 minus D0 durch D2 und durch Erweitern mit D2 schließlich minus D2 geteilt durch in Klammern D0 minus D2. Statt der Durchmesser können wir hierin jeweils das Produkt aus der Zähnezahl und dem Modul der Verzahnung einsetzen. Ist gleich minus Z2 geteilt durch in Klammern Z0 minus Z2. Der Modul kürzt sich dabei heraus. So hat ein Wellgetriebe mit Z2 gleich 60 Zähnen am flexiblen Zahnkranz und 2 Zähnen mehr am Hohlrad eine Übersetzung von I1.2 gleich minus 30. Der Zahnkranz 2 antwortet also mit einer 30 mal schnelleren Drehzahl, als es die elliptische Scheibe 1 vorgibt. Das negative Vorzeichen sagt uns, dass beide Getriebeelemente gegensinnig drehen. Ich fasse noch mal kurz das gewählte Vorgehen zusammen. Wir haben ein kinematisch gleichwertiges Umlaufrädergetriebe zum Wellgetriebe entwickelt. Mithilfe des Kurzbach-Plans haben wir zunächst die Standübersetzung des Getriebes. Später auch dessen gesuchte Umlaufübersetzung bestimmt.
Ich hoffe, dieses Erklärvideo hat ein paar neue Puzzlestücke zum Verstehen der Funktionsweise von Wellgetrieben geliefert. Falls ja, recket den Daumen empor. Falls nichts Neues dabei war, hoffe ich wenigstens, dass es beim Vertiefen der Erkenntnisse geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Erklärvideo. Thank you.